In diesem Video bespreche ich die Buchungen, die im Rahmen des Abschlusses eines Bankkontos entstehen. Wir haben dabei folgende Abschlussposten zu berücksichtigen. Gebühren, Provisionen und Spesen des Geldverkehrs werden alle zu einem Konto zusammengefasst, und zwar zu Spesen des Geldverkehrs. Dann haben wir Schuldzinsen, die wie alle Schuldzinsen immer relativ hoch sind, wenn wir das Konto überziehen. Entsprechend niedrig dagegen die Guthabenverzinsung unter 1% derzeit, und davon wird noch die Kapitalertragssteuer, die sogenannte KEST, abgezogen, die 25% beträgt. Die Abschlussbuchungen erfolgen jeweils zum Quartalsende, das heißt jeden dritten Monats, in diesem Fall viermal im Jahr. Schauen wir uns die dazugehörigen Buchungssätze an. Es sind insgesamt 4, weil eben Verbuchung von Provisionen, Gebühren und Spesen zusammengefasst wird, und zwar zum Konto 7790 Spesen des Geldverkehrs an 2800 Bank. Schuldzinsen werden hier ausnahmsweise nicht auf der Kontenklasse 7, also auch als Aufwand verbucht, sondern bei Bankbuchungen wird auch die Kontenklasse 8 verwendet. Darum verbuchen wir hier 8.280 Zinsenaufwand für Bankkredite an 2.800 Bank. Die Verbuchung der Guthabenzinsen erfolgt im Haben, das heißt, hier ist die Bank im Soll, weil es ja eine Ertragsbuchung ist, 2.800 Bank an 8.100 Zinserträge aus Bankguthaben. Jetzt müssen wir noch die Kapitalertragssteuer berücksichtigen. Hier gibt es keine eigene Kontonummer, sondern der Buchungssatz von den Guthabenzinsen wird einfach umgedreht. Das heißt, wir ziehen die Kapitalertragssteuer ab, indem wir den vorigen Buchungssatz umdrehen. 8.100 Zinserträge aus Bankguthaben an 2.800 Bank. Schauen wir uns das Ganze noch in einem Beispiel an. Und zwar haben wir einen Kontoauszug vom 31. März mit folgenden Angaben: sonstige Spesen 97,50 Euro, Kontoführung 40 Euro, Überziehungsprovision 36,20 Euro, Sollzinsen, also Schuldzinsen 840,43 Euro und Habenzinsen viel weniger 24,08 Euro und die KEST entsprechend der 25% mit 6,02 Euro angegeben. Daraus ergeben sich folgende Buchungssätze. Im ersten Buchungssatz fassen wir die Posten sonstige Spesen, Kontoführung und Überziehungsprovision zu einem Buchungssatz zusammen, und zwar zu 77,90 Spesen des Geldverkehrs an 2.800 Bank. Und wenn wir diese drei Beträge addieren, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 173,70 Euro. Dann kommen wir zu den Sollzinsen, also Schuldzinsen. Diese werden verbucht mit dem Buchungssatz 8.280 Zinsenaufwand für Bankkredite an 2.800 Bank mit dem Betrag von Euro 840,43. Kommen wir nun noch zur Verbuchung der Habenzinsen und der KEST. Die Habenzinsen werden verbucht als Ertrag mit 2.800 Bank im Soll an 8.100 Zinserträge aus Bankguthaben mit dem Betrag von 24,08 Euro. Zu guter Letzt noch die Verbuchung der KEST, wie vorher schon erwähnt, indem wir einfach den Buchungssatz für die Zinserträge umdrehen. 8.100
Zinserträge aus Bankguthaben an 2800 Bank mit dem Betrag von 6,02 Euro. Das waren die Abschlussbuchungen im Rahmen eines Bankkontos, die jeweils vierteljährlich erfolgen. Viel Spaß beim Einüben und bis bald bei einem neuen Video hier zu diesem Thema.